Ich bin deutsch plus zufrieden. Ich bin der Erfinder der Hartz-IV-Möbel. Das ist ein soziales Designprojekt. Das heißt, ich entwerfe Möbel, die sind alle inspiriert vom Bauhaus und veröffentliche die im Internet und jeder kann die einfach runterladen und ich verlange dafür kein Geld. Ich verlange dafür aber Offenheit. Das heißt, jeder, der die Baupläne haben will, der muss mir eine Geschichte zurückgeben. Ich kann nur empfehlen, wenn man irgendwie wurzeln will, wenn man wissen will, in was für einer Nachbarschaft lebe ich eigentlich, was ist das denn eigentlich für eine Kultur, in der ich mich befinde, geh auf den Flohmarkt, unterhalte dich mit den Leuten. Und letztendlich ist der Flohmarkt in sich wie so eine Art Lexikon, wo du erfährst, was für Dinge die Menschen in dieser Gegend brauchen. Die große Stärke der Deutschen ist, dass sie sehr, sehr gut forschen können. Um forschen zu können, musst du definieren können. Und definieren heißt Grenzen ziehen. Und dieses Definieren, was eigentlich eine Stärke ist, kann aber auch eine Schwäche sein, wenn man es auf Kultur überträgt. Weil wenn man immer verstehen will, warum die Menschen so sind, wie sie sind, dann stößt man irgendwann auf Grenzen, die man nicht so einfach per Definition lösen kann. Der Döner zum Beispiel. Der Döner-Kebab ist für mich ein deutsches Essen. Aber der Döner-Kebab wird es niemals in ein Lexikon deutscher Spezialitäten schaffen, weil alle immer hier sagen, Döner ist doch was Türkisches. Ich wurde mal eingeladen vom Goethe-Institut nach Warschau, um dort einen Workshop zu machen. Und ich habe praktisch mit meinem Namen, Levan Bo, mit meinem Aussehen, ja, ich sehe nicht, ich sag mal so typisch deutsch aus, habe ich das deutsche Design irgendwo da so repräsentiert in Polen. Und ich dachte noch so, wenn ich jetzt darüber gehe nach Polen, und die sehen dann mich, dann werden die sich vielleicht auch wundern, so, ich dachte, jetzt kommt vielleicht so eher ein Max oder ein Peter oder ein Stefan oder sowas. Aber was ist passiert? Keiner von denen hat mich in einem Nebensatz nur gefragt, wo ich eigentlich herkomme oder warum ich denn nach Deutschland gezogen bin oder woher meine Eltern kommen oder was meine Heimatsprache ist. Hat niemand interessiert. Und die meinten halt zu mir, du, in einer Welt, die sich bewegt, gibt es Menschen, die sich bewegen. Deswegen ist es doch voll normal. Ich habe mich entschieden, deutsch zu sein, doch wie schafft man es, dass man es auch wirklich fühlt? Das ist ja das Gute am Deutschsein, dass es noch überhaupt nicht definiert ist. Das heißt, jeder kann für sich selber sagen, was Deutschsein ist. Und für mich ist halt Deutschsein offen sein, Salsa tanzen, Döner essen. Das ist deutsch. Wir kümmern um das Deutschland von morgen.